Wenn man gewisse Texte wie Überschriften oder Logos in Großbuchstaben haben möchte, braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, vor allem was das Thema Kerning betrifft, also den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben. Mehr zu diesem Thema sehen Sie in der Tippsektion auf meiner Website, im gratis Whitepaper und im gratis Podcast. Der Link steht wie immer in der Videobeschreibung.